Ja, also, ich finde nichts. Wann hatten Sie denn angerufen? Vorige Woche, glaube ich. Ein junges Mädchen war am Apparat. Ah, das ist meine Tochter gewesen. Paulette? Paulette? Einen Moment, bitte. Bitte schön. Guten Tag, Madame. Mademoiselle? Sie haben Blumen bestellt. Auf welchen Namen, bitte? Lina Favril. Ja, das weiß ich. Aha, also hat René Ihnen schon von mir erzählt. Umso besser, das erleichtert die Situation. Sie sind sehr charmant. Er hat Geschmack. Ja, wirklich exzellent. Ich brauche Ihre Komplimente nicht, Madame. Wenn Sie hierher gekommen sind, um etwas zu kaufen, dann bestellen Sie. Ich bediene Sie gern. Aber wenn Sie hierher gekommen sind... Wollen wir nicht ein bisschen zusammen plaudern? Was Sie mir zu sagen haben, interessiert mich nicht. Sind Sie so sicher? Geben Sie sich keine Mühe, ich höre sowieso nicht zu. Sie werden mir zuhören. René ist im Begriff, eine große Dummheit zu machen, aber Sie könnten ihn daran hindern. Was denn für eine Dummheit? Will er etwa zu Ihnen zurückkehren? Zu mir, um mich geht es doch gar nicht. Die Frau, um die es geht, ist viel jünger und hübscher als ich. Er hat sie in einem Nachtlokal kennengelernt. Auf der Place Pigalle, das war letzte Woche. Ja, ich weiß, es geht mich nichts an und im Grunde könnte es mir auch egal sein, aber was wollen Sie? Wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen und ich empfinde noch immer etwas für ihn. Aber weil ich glaube, dass er mit Ihnen glücklich werden könnte, möchte ich um jeden Preis verhindern, dass er diese Dummheit macht. Wie reizend von Ihnen. Aber allzu böse sollten Sie ihm nicht sein. Es ist ja nicht nur seine Schuld. Das Mädchen hat ihm total den Kopf verdreht. Sie wissen doch, wie Männer sind. Aber... vielleicht wissen Sie das noch gar nicht. Und woher wissen Sie das alles? Lassen Sie ihn etwa überwachen? Das ist doch nicht so wichtig. Die beiden haben heute Abend ein Rendezvous um 7 Uhr vor der Oper. Sie können sich überzeugen. Ach so, es wird wenig Sinn haben, wenn Sie die beiden verfolgen. Sie haben nämlich etwas außerhalb Hotelzimmer gebucht. Ach, was rede ich denn? Ein Hotelzimmer. Hören Sie, Madame. Ich weiß nicht, was Sie sich erhofft haben, als Sie mir diese Geschichte erzählten, aber Sie haben den Zeitpunkt schlecht gewählt. Wenn Sie mir das Ganze morgen oder gestern oder wann auch immer erzählt hätten, dann hätte ich Ihnen vielleicht geglaubt. Aber heute Abend? Nein. Heute Abend wirklich nicht. Wieso? Paulette! Fragen Sie ihn doch selbst. Lass uns allein. Mit Vergnügen. Was tust du denn hier? Ich wollte deine Verlobte kennenlernen. Sie ist sehr charmant. Bist du wahnsinnig geworden? Ausgerechnet jetzt musst du herkommen? Hast du immer noch nicht genug? Lass Paulette aus dem Spiel, oder willst du alles kaputt machen? Ich schwöre dir, ich habe ihr von uns beiden nichts gesagt. Im Gegenteil, sie glaubt, dass zwischen uns alles aus ist. Stimmt. Damit hat sie recht. Was? Ja, 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 du hängst mir nämlich zum Hals raus, verstehst du? Ich heirate in 3 Wochen und will nicht riskieren, das. Ich hatte dich gewarnt. Ich schwöre dir, ich habe ihr nichts gesagt. Glaubst du wirklich immer noch, dass das so weitergeht? Ich meine, mit uns so weitergeht. Ich sag dir, es ist Schluss. Und nun schieb ab, ich habe dich lange genug gesehen. Das sagst du doch nur, um mir Angst zu machen. Ich sage es, weil es so ist. Diesmal ist wirklich Schluss. Sense. Gute Reise! Und behalt meine Zahnbürste als Andenken. René. Mach, dass du rauskommst!